Farben begann stark, versteckte sich nicht. Offensiv ausgerichtet wollte man auf der Alm natürlich Revanche für die Hinspielniederlage. Die 13. Spielminute. Stefan Ritz gegen Andreas Ridder. Und es heißt 1:0, eine frühe Führung für Fenner. Ein Bilderbuch-Beinschuss gegen den Libero von Bielefeld, gegen Andreas Ridder. Im Tor von Bielefeld, Wolfgang Kneiber wartet wohl auf einen Schuss ins kurze Eck und überlegt ins lange Eck geschoben von Stefan Ritz. 1:0. Und der beste Angriff der Oberliga setzte die beste Abwehr zunächst weiter unter Druck. Nur 3 Minuten nach der Führung. Meier gegen Kneip und der 39-Jährige sicher, der seinen Vertrag im Übrigen nur im Falle des Aufstiegs verlängern will. Immer noch die 16. Spielminute und Arminia Bielefeld zu Hause ja noch ungeschlagen fand langsam zu seinem Spiel. Brückner und der mit aufgerückte Ridder im Tor vom SC Verl Andreas Ochtkamp. Bielefelds Trainer Fritz Grösche, letztes Jahr noch in Verl, er beendet auf jeden Fall nach dieser Saison seine Tätigkeit auf der Alm. Sein Nachfolger steht schon fest, es wird der Trainer vom VfR Sölde sein, Ingo Peter. Foul Greitemeier an De Jong, Freistoß. Geideck führt aus, Unsicherheiten in der Hintermannschaft von Verl. Dirk Konerding aus dem Hintergrund, Meinke im Nachsetzen und plötzlich heißt es 1:1. Die 26. Spielminute, der Schuss noch abgefälscht von Westermann. Der Ausgleich. Die letzte Möglichkeit vor der Pause dann nochmal für Bielefeld. Langer Ball von Andreas Ridder und Thorsten Köppel, Ortkämper mit einer Glatze. Es blieb am 1:1 zur Halbzeit auf der Bielefelder Alm vor 6.000 Zuschauern. Nach dem Seitenwechsel drehte der Tabellenführer dann richtig auf. Kopfball Uli Gehr, die 47. Spielminute. Verls Trainer Günther Luttrop, auch sein Nachfolger steht schon fest, es wird Bernhard Dietz vom ASC Schöppingen. Die 48. Spielminute. Geideck auf Meinke. Ja, Riesenchance für Bielefeld, danach tat sich dann fast eine halbe Stunde nichts mehr. Beide Mannschaften wollten sich wohl schonen für ein grandioses Finale. Die 77. Spielminute. Der eingewechselte Dörfel erkämpft sich bravourös den Ball, dann dieser Fehlpass. Korek setzt sich durch gegen Brückner. In der Mitte lauert Uwe Westermann und es steht plötzlich 2:1 für den SC Verl. Schön gemacht von Korek, Westermanns 12. Saison. Noch 4 Minuten zu spielen, die Partie schien gelaufen, dann wieder eine Standardsituation. Erneut Schwierigkeiten in der Abwehr von Verl. Der Ball kommt zu De Jong, Ortkämper kann klären, im Nachsetzen Konerding, nochmal Konerding und das 2:2, 4 Minuten vor dem Spielende. Der Linienrichter hatte die Fahne oben, hatte bereits gewunken, Luttrop beschwert sich, allerdings zu Unrecht, auf der Torlinie immer ein Verler Spieler, Schiedsrichter Henke mit gutem Auge und Konerding mit ein bisschen Glück. 2:2, ein gerechtes Unentschieden, das dachten wohl die meisten der Fehlerspieler. Unkonzentriert also die letzte Spielminute. Brückner und Gerrit Meinke, das 3:2. Was für ein Spiel. Gerrit Meinke, sein 11. Saisontreffer. Bielefeld gewinnt gegen Verl mit 3:2. Damit weiter auf Meisterschaftskurs. Enttäuschung beim letztjährigen Titelträger, für den das Rennen jetzt wohl gelaufen sein dürfte. Das Umfeld bei der Arminia ist wieder einmal arg ins Wanken geraten. Eigentlich total normal, ein Zustand, wie wir ihn seit Jahren kennen. Die Fakten, schlechte Spiele, knappe Siege und zudem Krach hinter den Kulissen. Der Trainer Fritz Grösche geht zum Saisonende. Nicht einmal ein Jahr war er da. Der Manager Dieter Brey, auch er hat die Nase voll, Knatsch mit dem Vorstand. Der Torhüter Wolfgang Kneip, ob sein Vertrag verlängert wird, steht in den Sternen. Das Publikum, treu, aber wie lange noch? Denn immer wieder Stein des Anstoßes sind die undurchsichtigen Entscheidungen des Vorstandes. Der Manager stand dabei außen vor, bei wichtigen Planungen wurde er nicht gefragt, der Wechsel im Traineramt ohne ihn vollzogen. Solche Spielchen gab es im alten Präsidium unter Wolfgang Walkenhorst nicht. Und auch dies ist mehr als ungeschickt. Mitten in der Saison und vor den entscheidenden Spielen bringt der Trainerwechsel nur Unruhe in die Mannschaft. Offenbar ist der Amateurstatus für die Vereinsführung Programm. Ich möchte mich hier nicht kritisch zu meinen Nachfolgern äußern. Das werden Sie wahrscheinlich verstehen. Ich habe den Eindruck, Sie werden schon erkennen, dass Arminia auf jeden Fall jetzt, gerade jetzt in der jetzigen Situation, für die Mannschaft ja auch noch, vor der Meisterschaft, die ja noch möglich ist, im Grunde genommen Ruhe braucht und positive Aspekte gesetzt werden müssen. Positive Akzente muss der Verein vor allem in Sachen Vertragsverhandlungen mit den Spielern setzen.
eine wackelige Angelegenheit. Fast alle Verträge laufen aus. Kippt die Mannschaft? Professionelle Beobachter der Szenerie haben zwar die Fußball-Raudis im Griff, der Unruhe und der mangelnden Ordnung im Verein stehen sie allerdings machtlos gegenüber. Die meisten Beamten sind schon seit Jahren dabei, sind selbst eingefleischte Fußballfans und bedauern die derzeitige Misere. Das ist der Verein, das sind die Experten, wir sind auch dafür verantwortlich und werden dann auch von den Mitgliedern genug unter Druck gesetzt. Ich werde mich da hüten, etwas zu sagen, ne? Obwohl wir uns auch unsere Gedanken machen. Das ewige Hin und Her bei der Arminia, das hat schon Tradition. Ein Auf und Ab in der Vereinsführung, ein Auf und Ab auf dem grünen Rasen. Das Spiel gestern, ein Spiegelbild der derzeitigen Situation. Es geht runter und es geht wieder rauf. Wieder nach unten und noch einmal geht's auf. Es fängt von vorne an und es hört wieder auf. Es geht nochmal runter. Arminia ist halt für jede Überraschung gut. In den allerletzten Minuten haben sie den Spieß noch einmal umgedreht. Versöhnung für den Krach hinter den Kulissen, zumindest für eine kurze Zeit. Stadionsprecher Lothar Buttkus nimmt's gelassen, Vorstand Zoff und Siegesjubel gehören zum Spiel wieder bei. 90 Minuten sind wir voll dabei und dann vergisst man eigentlich alles, auch wenn es da irgendwo mal Quereleien hätte geben sollen oder geben könnte. Das wird es wahrscheinlich überall geben, aber nach 90 Minuten ist das abgehakt. Und dann interessiert uns eine Woche lang, bis zum nächsten Spiel, interessiert uns dann die Arminia auch nicht mehr so. Ende gut, alles gut, wohl kaum. Denn solange das Umfeld weiter schwankt und wankt, liegt der Aufstieg in die zweite Bundesliga in weiter Ferne. Fußball.